Psychiatrische Notfälle, dritter Teil. Das große Thema Suizidalität. Suizidalität ist die Summe aller Denk-, Erlebens- und Verhaltensweisen von Menschen, die in Gedanken durch aktives Handeln oder passives Unterlassen oder durch Handeln den eigenen Tod anstreben bzw. als mögliches Ergebnis einer Handlung in Kauf nehmen. Suizidgefährdung ist sehr häufig ein Symptom, fast also bis zu 90% psychischer Störungen. Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung sind häufig die Folge psychischer Erkrankungen. Und dies sind wichtige Risikofaktoren für die Suizidalität. Form von Suizidalität: Lebenssattheit, Lebensmüdigkeit, Lebensverneinung, Wunsch nach Ruhe, Pause, Unterbrechung im Leben, natürlich mit dem Risiko zu sterben, Todeswunsch jetzt oder in einer unveränderten Zukunft lieber tot sein wollen. Suizidgedanke, Erwägung als Möglichkeit, Impuls, spontan sich aufdrängend, geradezu zwanghaft, Suizidabsicht, mit bzw. ohne Plan, mit bzw. ohne Ankündigung, die Suizidhandlung, vorbereiteter Suizidversuch, begonnen und abgebrochen, Selbst- und Fremdeinfluss. Durchgeführt, überlebt, selbst gemeldet, gefunden, verstorben sofort oder später. Schließlich gezielt geplant, impulshaft durchgeführt. Also nochmal, Lebenssattheit, Lebensmüdigkeit, Lebensverneinung, Wunsch nach Ruhe, Pause, Todeswunsch, Suizidgedanke, Suizidabsicht und Suizidhandlung. Das heißt, die ersten, Lebenssattheit, Lebensmüdigkeit, Lebensverneinung, Wunsch nach Ruhe und Pause, Unterbrechung im Leben, ist eher eine passive Suizidalität, während die Zunahme, also Suizidgedanke bis hin zur Suizidhandlung, Zunahme Handlungsdruck bedeutet und natürlich auch die Zunahme ein Handlungsrisiko bedeutet und insofern in Richtung eher aktive Suizidalität geht. Das ist ein Zitat aus Wolfersdorf, Schneider, Schmidtke, der Nervenarzt aus dem Jahre 2015. Auf die Epidemiologie der WHO-Daten 2012 möchte ich jetzt nicht näher eingehen, aber wir können sagen, dass wir in Deutschland Menschen haben, die zwischen dem 15. bis 35. Lebensjahr, oder die Statistik sagt, dass Menschen zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr Suizid begehen, ist das quasi der Suizid die zweithäufigste Todesursache in dieser Altersgruppe. Oder wir können sagen 12,5 Suizide auf ca. 100.000 Einwohner, natürlich Männer in einem größeren Verhältnis als Frauen. Also Suizidrate bei Männern ist 2,5 zu Suizidrate bei Frauen 1. Natürlich auch Anstieg im Alter und natürlich immer bis zu 90% psychische Erkrankung im Hintergrund. Dann gibt es diesen Faktor, die sogenannte Entschlusszeit, also Entschluss für den Suizid liegt bei 97% der Betreffenden unter 24 Stunden. Also wenn einmal ein Entschluss getroffen worden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann bei 97% innerhalb der nächsten 24 Stunden erfolgt. Risikogruppen: psychisch Kranke, vor allem depressiv Erkrankte, junge, an Schizophrenien erkrankte Männer und postpsychotische Depression, also im Anschluss an eine Psychose entstehende Depression. Natürlich Abhängigkeitserkrankte, Drogen, Alkohol, insbesondere bei Störungen der Impulskontrolle. Menschen mit Suizidalität in der Vorgeschichte und schließlich Menschen jeglichen Alters und Geschlechtes in schwierigen, belastenden, nicht erträglichen Lebenssituationen und zum Schluss natürlich ältere Menschen insbesondere. Symptome, die auf eine hohe Suizidalität hinweisen: schwere Depressionen,
Todeswünsche, Suizidideen, Gedanken von Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit, Gedanken von Wertlosigkeit und Schuld, altruistische Idee, die Welt sei besser ohne den Suizidenten, also die Welt ohne mich ist besser, körperlich erlebte Symptome, insbesondere von quälender Schlaflosigkeit, Schwäche und Gefühllosigkeit, Appetit und Gewichtsverlust sowie schwere körperliche Erkrankungen, die im Hintergrund sind. Wahnhafte Ausprägung, Wahnhalluzinationen, paranoide Ideen, Komorbidität mit Drogen- oder Alkoholproblemen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen. Schließlich Neigung zur Impulsivität und Aggressivität. Auch das ein Zitat aus Wolfersdorf, Schneider, Schmidtke, Nervenarzt 2015. Die typischen Aussagen von Suizidgefährdeten. Es ist immer wieder gut, wenn man auch so ein paar Beispiele bringt. Was sind da so typische oder häufige Aussagen, die wir antreffen? Ich halte die Depression nicht mehr aus. Ich halte überhaupt das nicht mehr aus, dieses ganze Hin und Her, diesen Krach. Suizid ist die einzige Wahl, die ich habe. Meiner Familie würde es ohnehin und ohne mich besser gehen. Ich bin besser alleine aufgehoben und mache das alles mit mir selbst aus. Niemand kümmert es, ob ich lebe oder tot bin. Ich bin wertlos und verdiene es nicht zu leben. Ich hasse mich selbst. Ich hasse nicht die anderen Menschen, aber ich hasse mich selbst. Es gibt keine Hoffnung für mich. Ich habe alles verloren, was mir wichtig war. Oder diejenigen, die mir wehgetan haben, werden darüber nachdenken. Das ist ja so das berühmte Stellvertreter. Es gibt so eine Hypothese darüber auch, die sagt, es ist so ein Stellvertreter-Mord, der eigentlich stattfindet. Also ermordet wird niemand, weil das natürlich stark sanktioniert ist, tabuisiert ist und auch eine ethische Hürde ist, eine echte ethische Hürde ist, einen anderen Menschen umzubringen. Stattdessen gibt es eben den Stellvertreter-Mord, indem man sich selbst tötet. Wenn wir Suizidgedanken unterscheiden nach psychiatrischer Grunderkrankung, also Differenzierung von Suizidgedanken nach psychiatrischer Grunderkrankung, dann haben wir auf der einen Seite die Grunderkrankung und auf der anderen Seite die Art, der typische Art der Suizidgedanken. Und da hätten wir bei der Grunderkrankung depressive Episode, Grübeln über den Suizid über Tage bis Wochen, Hoffnungslosigkeit. Bei psychotischen Störungen imperative akustische Halluzination, also befehlende Stimmen, Stimmen hören, ist eine Spaltungsproblematik, sind ja die eigenen Gedanken einfach auch und die befehlen einem was bei akustischen Halluzinationen, also innerhalb einer Schizophrenie, im Rahmen einer postpsychotischen Depression oder bilanzierend nach Remission der Positivsymptomatik. Bei Drogen- und Alkoholabhängigkeit in depressiver Stimmungslage mit herabgesetzter Hemmschwelle durch die Vergiftung oder Intoxikation. Bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen, bei histrionischen Persönlichkeitsstörungen, bei posttraumatischer Belastungsstörung in Zusammenhang immer mit hoher Anspannung und in Zusammenhang mit extremen Emotionen, Hass, Selbsthass, Wut oder nach Beziehungskonflikten. Schließlich bei narzisstischen Persönlichkeitszügen, nach Situationen, die als stark kränkend erlebt werden, also Partnerschaftskonflikt, Arbeitsplatzkonflikt, diese Neigung. Also hier diese nochmal Differenzierung der von Suizidgedanken nach psychiatrischer Grunderkrankung. Bei der depressiven Episode, psychotischen Störung, Drogen, Alkoholabhängigkeit, Borderline-Persönlichkeitsstörung, histrionischer Persönlichkeitsstörung und posttraumatischen Belastungsstörungen, schließlich den narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Fehler im Umgang mit Suizidalität. Suizidankündigungen nicht ernst zu nehmen. Also es gilt hier der Grundsatz, Suizidankündigung oder Suizidthematisierung wird in jeder Exploration automatisch erfragt, muss also immer angesprochen werden. Und es ist immer ernst zu nehmen, es ist also immer darauf einzugehen. Und die Kommunikation ist eigentlich das A und O und die haltbare oder temporär belastbare Kommunikation, so weit wie möglich, ist natürlich das Wichtigste.
eine psychiatrische Störung übersehen zu haben, ist natürlich auch ein Fehler, der häufig vorkommt. Oder eine stationäre Einweisung verzögern oder unterlassen. Oder mangelnde Exploration der jetzigen und früheren Umstände, die zu Suizidalität geführt haben. Missachtung der Fremdanamnese. Oder überhöhte Ansprüche an die eigenen therapeutischen Fähigkeiten. Fehlbeurteilung der Ruhe nach dem Entschluss vor dem geplanten Suizid. Also es kann ja, die Entscheidung kann ja dann bedeuten, wenn jetzt ruhig ist und man nicht mehr hin und her gerissen ist, dass derjenige sich für einen Suizid entscheidet und dann dies einfach eine Fehleinschätzung war. Wir haben ja diese Erwägungsphase, die Ambivalenzphase und die Entschlussphase, die relativ kurz ist. Und natürlich zum Schluss einseitige und unverbindliche Therapieempfehlungen. Das sind so die typischen und häufigen Fehler im Umgang mit Suizidalität. Wie erkennt man Suizidalität? Ankündigung. Haben Sie über Ihre Absichten schon mit jemandem gesprochen? Einengung. Haben sich Ihre Interessen, Gedanken und zwischenmenschliche Kontakte gegenüber früher eingeschränkt oder verringert? Aggressionen. Haben Sie gegen jemanden Aggressionsgefühle, die Sie gewaltsam unterdrücken? Erkennen Suizidalität. Suizidalität. Haben Sie schon einmal daran gedacht, sich das Leben zu nehmen? Vorbereitung. An was denken Sie? Sind es eher Gedanken an Ruhe und Todeswunsch ohne aktive Planung? Wie konkret sind Ihre Gedanken und Absichten? Und schließlich grübeln. Denken Sie bewusst daran oder drängen sich die Gedanken auf, auch wenn Sie es nicht wollen? Erkennen, das sogenannte präsuizidale Syndrom nach Ringel. Dem Suizid geht eine bestimmte Entwicklung voraus. Erleben von Ausweglosigkeit, Alternativlosigkeit, keine Flexibilität, Kreativität, sozialer Rückzug, ständiges sich beschäftigen mit Todesgedanken. Menschen, die sich selbst töten, sind verzweifelt. Die Situation wird als bedrohlich, unheimlich, grenzenlos, unüberschaubar, unüberwindbar erlebt, während hingegen die eigene Person als klein, hilflos, ausgeliefert und ohnmächtig erlebt wird.